Hallo, heute auch wieder ein herzliches Willkommen. Es gibt einen Begriff, der gar nicht schön ist. Es gibt nicht nur einen Begriff, es gibt viele Begriffe, die nicht schön sind, gell? Aber einen möchte ich herausgreifen, weil er auch auf den heutigen Losungstext hinweist. Fremdenhass. Das ist etwas, was natürlich sehr, sehr stark verbreitet ist, in manchen Gegenden stärker als in anderen. Aber im Prinzip ist das etwas, was für einen Jünger Jesu auch fremd sein soll, Fremdenhass. Denn im heutigen Losungstext, da heißt es, einen Fremden sollst du nicht quälen, denn ihr wisst, wie dem Fremden zumute ist. Seid ihr doch selbst Fremde gewesen im Land Ägypten. 2. Mose 23. Und das hat der Herr noch dem jungen Volk Israel gesagt, als sie in ihr eigenes Land kamen und dann plötzlich selber nicht mehr Fremde waren, aber doch mit Fremden konfrontiert wurden. Nun, wie gehen wir mit denen um, war die Frage. Und da hat er ihnen die Antwort gegeben. Ganz schlicht und einfach. Also mit anderen Worten, tu nicht den anderen, was man dir selber nicht tun soll, an. Ja? Also das ist ein ganz logischer Rat, den hier eigentlich der Mose dem Volk Gottes gegeben hat und auch dir und mir auch heute gibt. Was übrigens hilft, mir hilft es zum Beispiel, auch wenn ein Fremder einem fremd ist, von mich, vielleicht von seiner Erscheinung her, von seinem Äußeren, von seiner Farbe oder von seinem Geruch oder von seiner Kleidung, von seinen Bräuchen. Da gibt es eine ganze Menge Dinge, die befremdend was bewirken können. Ja? Aber was das alles nivelliert, ist die Tatsache, wenn man bedenkt, dieser Fremde ist auch ein Geschöpf Gottes, ist auch ein Mensch, der im Ebenbild Gottes geschaffen ist. Vielleicht hat er noch nicht die Erkenntnis und die Erfahrung gemacht, wer Gott ist, wie er ist, aber vielleicht ist er auf dem Weg dorthin. Und das in dieser Erkenntnis sieht man den Menschen eigentlich in einem völlig, völlig anderen Licht. Also, wenn wir das nächste Mal einem Fremden begegnen, dann lasst uns, wirklich sie mit Liebe und auch mit Respekt behandeln. Der Lehrtext sagt uns auch etwas, was noch in der Zukunft sein wird. Da erklärt der Herr auch etwas, wie es einmal sein wird. Ne? Da heißt es, dann werden die, die den Willen Gottes getan haben, fragen, Herr, wann kamst du als Fremder zu uns und wir nahmen dich auf? Dann wird der König antworten, ich versichere euch, was ihr für einen meiner geringsten Brüder oder eine meiner geringsten Schwestern getan habt, das habt ihr für mich getan. Matthäus 25, 37, ja, das ist ja auch eine sehr bekannte Stelle, wo der Herr einfach aufzeigt, wo Leute, die glauben, sie werden belohnt werden, weil sie im Namen Jesu Sachen getan haben, aber doch nicht wirklich mit und für Jesus, sondern aus Eigennutz. Und dann gibt es auch die einfach nicht aus Eigennutz, sondern einfach aus Liebe zu den Fremden, zu den Unbekannten einfach geholfen haben und in dieser Hilfe eigentlich dadurch haben sie das für den Herrn getan. Also lasst uns auch heute offen sein, für solche Gelegenheiten Gutes zu tun. Und wie die Bibel sagt ja, allermeist aber an des Glaubensgenossen, an unseren Geschwistern. Vielleicht fällt dir das eine oder andere ein, was du auch heute umsetzen kannst. Danke fürs heute wieder dabei sein. Ich wünsche dir wieder Gottes Führung, seine Bewahrung und seinen Segen.
Und wenn du möchtest und kannst, kannst du das auch weiterleiten oder einen Daumen hoch geben. Okay, danke. Servus. Er ist mächtig, Gott ist mächtig, das zu heilen, was mich lang schon bedrängt. Er ist mächtig, Gott ist mächtig, mich zu schützen, wohin er mich auch lenkt. Er ist mächtig, Gott ist mächtig, das zu geben, was ich kaum träumen kann. Er ist mächtig, Gott ist mächtig, mich zu formen herrlich nach seinem Plan. Das zu heilen, was mich lang schon bedrängt. Er ist mächtig, Gott ist mächtig, mich zu schützen, wohin er mich auch lenkt. Er ist mächtig, Gott ist mächtig, mich zu folgen.